Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte heute mal ein Bild machen, ganz normale Farben. Ich habe wieder mit meinem Vinylkleber Artist Junior angemischt. Ich habe von vielen schon gehört, dass der etwas dünner geworden sein soll. Und ich habe jetzt endlich mal einen neuen Kanister aufgemacht und er ist wirklich dünner. Und ich hoffe, er funktioniert noch so wie vorher. Muss ich mal mit Gerstegger reden. Wollte ich eigentlich schon machen, werde ich jetzt aber wirklich mal machen, weil ich teste jetzt erstmal, wie der funktioniert. Gleichzeitig wollte ich nämlich was ausprobieren. Ich habe mir hier was angemischt. Und zwar habe ich diese Elefantenhaut, also Latex transparent, ein Teil. Habe einen Teil 5000er Silikon rein und noch einen Schuss Wodka rein. Und jetzt wollte ich mal testen, wie das reagiert und funktioniert. Schauen wir mal. Und dass der Vinylkleber richtig funktioniert. Also, dann lasst uns starten. Bis gleich. So, Freunde. Was ich angerührt habe, ist weiß. Das preußisch blau, das ist ja transparent. Ich bin wirklich gespannt. Kaminrot und dieses Naples Yellow, also Neapelgelb. Gut, ich werde jetzt meine Spezialmischung, ja, die ist etwas dünn geworden, obwohl, wir schauen. Mache ich in das Rot, in das Blau, da ist noch ein bisschen Silikon drin, und in das Gelb, nicht in das Weiß. Also ich mache extra ein bisschen mehr rein. Damit man auch die Auswirkung sieht. Rühren natürlich wieder etwas um. Spannung. So. Nehmen wir da einen Becher. Da habe ich ja nichts drin. Ich mache nur einen kleinen Flipcup, weil ich noch was anderes testen möchte. Ich möchte wahrscheinlich noch mal einen Swipe testen, wie der dann reagiert. Es macht mich schon etwas stutzig, warum dieser Vinylkleber doch so dünn geworden ist. Wie gesagt, im Weiß ist nichts drin. Erstmal schauen, wie es reagiert oder ob es überhaupt reagiert. Ja, sehr dünnflüssig. Wenn wir die Luft ein bisschen rausnehmen. Komm, ich nehme jetzt einfach mal. Okay, einen Spatel. Was ich finde, es sind immer noch so viele Luftblasen drin jetzt. Das hat mit dem Medium Bösner auch angefangen und dann habe ich aufgehört. Obwohl ich es erhitzt habe,
Wir schauen mal. Seht ihr, das sind alles eigentlich Luftblasen. Mal noch ein bisschen Weiß drüber. Außer, das sind eigentlich keine Luftblasen, außer es ist wirklich meine Mischung, was ich gemacht habe. So, was machen wir jetzt? Einen kleinen Ringpor. Spaß muss sein. Okay. Ich lasse es jetzt bewusst erst hier runterlaufen. Ich wollte eigentlich diese Zellen hier behalten, die sehen richtig cool aus. Das werde ich auch so machen. Dass wir die behalten. So, die Kanten haben auch noch keine Farbe. Crazy. Nochmal leicht erhitzen. Wie die Mischung sich dann verhält. Da eine Luftblase. Das geht. Sonst sieht es aber gut aus. Ich sehe jetzt nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Okay, man sieht es hier. Tropft nichts. Hier gut soweit. Hier, denke ich mal, macht sich dieser Alkohol auch ein bisschen bemerkbar. Da verschwimmt es ein bisschen. Kann auch das Latex sein. Aber sonst ganz gut. Ja, war ein Versuch wert. Aber ein großer Unterschied sehe ich auch nicht. Ich werde es jetzt mal so trocknen lassen, beziehungsweise ich zeige es euch erstmal von nahem. Und dann lassen wir es trocknen. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt von heim.
Der hier ist ganz cool, vor allem hier. Und da haben wir eine Riesenzelle. Die fühlen klein. So, und hier, wenn ich mal rüberfahre, hier fängt es an zu verlaufen und vor allem hier. Gehe mal davon aus, also wie gesagt, diese Mischung mit diesem Latex und vielleicht war der Alkohol auch zu viel, dass es da noch verläuft. Aber gut. Das schöne Gelbe. Okay, dann haben wir hier nur noch Weiß. Das passt. Cool. Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Ob viel verläuft noch, wie gesagt, weil diesen Vinylkleber traue ich nicht mehr ganz so. Ich werde noch ein Bild testen. Also aber mit was anderem. Ich mache das mal mit dem dicken Silikon 500 nochmal. Komm, wir swipen mal. Das wird das nächste Bild. Okay, dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye.